In Kapitel 3 soll die Bankverbindung angelegt werden. Ich hatte das schon gemacht, als ich die Firma angelegt habe. Wenn Sie das nicht mitgemacht haben, dann können Sie das auch nochmal nachholen, indem Sie auf Verwaltung gehen und dann den Punkt Bankverbindungen. Hier ist meine Bankverbindung, die ich eben angelegt habe. Ich nehme die einfach mal und lösche die. Ich kriege so eine kleine Meldung mit OK bestätigen, ob ich sie wirklich löschen möchte. Ja. So, und lege die Bankverbindung neu an. Gehe hier auf den Button Neu. Ich werde erst nach der Bezeichnung gefragt. Das ist die Deutsche Bank. München. Trage hier die Bankleitzahl ein. 700, 710. Drücke auf die Enter-Taste und jetzt schreibt mir sofort die Bank ein mit dem Banknamen und die BIC. Die sind beide in einer Datenbank hinterlegt. Ich muss jetzt noch das Konto eintragen und zwar die Kontonummer 4711 und die Bank speichern. Und jetzt habe ich die Bankverbindung nochmal neu angelegt.